Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Mittwochsimpuls, aber heute auf ganz andere Art. Denn wir haben von Angel Readings den Patrick hier. Servus. Wir machen heute natürlich wieder für deinen Seelenpartner, Wunschpartner machen wir ein Reading, aber mit zwei Decks. Und zwar, ich fange an, ich lasse eine Karte springen, wir machen eine Live-Legung. Und dann fragt er, warum diese Karte gefallen ist mit einem anderen Deck. Und so machen wir eine Neunerlegung und zum Schluss machen wir dann natürlich wie immer die Hauptenergie. Ich bin gespannt. Wir haben das Bierchen hier. Wir haben den Jack Daniels heute mal hier. Das ist nämlich eine Männerlegung. Richtig. Es ist übrigens mein Neffe. Ja, das müssen wir ja auch noch sagen. Das ist der Uli, ihr Neffe. Genau. Also, wir fangen gleich mal an. Ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen, denn wir sind heute mal draußen bei uns im Garten auf unserem Steintisch und hier ist nämlich ein Strich, so ein Schatten von unserem Balken oben. Okay, ich fange an. Ups. Also wenn mehrere Karten fallen, nehme ich sie meistens nicht. Okay. Die Schlange. Ach, da geht's schon mal munter los. Um Gottes Willen. Also die Schlange. Ihr wisst ja, die Schlange steht normalerweise für die Rivalen. Schlange steht auch oftmals für eine Heilung. Aber wenn es dein Wunschpartner ist oder wenn es dein Seelenpartner ist, geht es um sie auch. Und jetzt fragt der Paddy, warum diese Karte gefallen ist. Ja, warum um Gottes Willen schon wieder die Schlange? Ja, warum die Schlange? Gute Frage. Ja. Okay, da ist jetzt der Park gefallen. So, der Park steht hier für alles, was im Draußen stattfindet. Freunde, Bekannte, Verwandte, soziales Umfeld, Kollegen und so weiter. Also hier natürlich ist das jetzt ein Liebesorakel. Nö, das ist nur Mittwochsimpuls, wie es beim Gegenüber aussieht. Okay, dann würde ich jetzt aber hier mal sagen, dass dir hier irgendwo im Draußen, wo du dich auch immer bewegst, wenn du das siehst, aufpassen sollst, dass dir nicht hier die ein oder andere falsche Schlange über den Weg läuft. Oder wie du gerade so schön sagst, es kann sich natürlich auch um sie handeln. Sollte er noch in einer Beziehung sein? Ja. Vielleicht, dass hier öffentlich ihr euch trefft. Ja. Zum Beispiel. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich frage, warum ist jetzt genau der Park gefallen? Oh, hier ist der Berg. Der Berg steht ja für eine Blockade. Ich sage ja auch immer, nichts ist unüberwindbar. Das heißt, jeder Berg ist überwindbar. Also sollte wirklich so ein Treffen zustande kommen, das ist nicht oder sollte nicht eine Blockade für dich sein, sondern siehst darin oder siehst, dass du aus dem Ganzen etwas schöpfen kannst. Und zwar Blockaden, Dinge, die dich zurückhalten, einfach zu überwinden. Einen Schritt nach dem anderen. Und das Wichtigste ist ja auch immer, den ersten Schritt zu tun, um dann etwas hinter sich zu lassen. Vielleicht ist es auch wichtig, dass ihr euch trefft, dass es zu diesen Treffen kommt in der Öffentlichkeit, um auch Klarheit zu erlangen. Ich frage jetzt, warum da die Blockaden sind. Genau. Also warum sind denn hier die Blockaden da? Das schauen wir mal. Oder wie können die Blockaden gelöst werden? Wie können sie gelöst werden? Das stimmt. Der Berg ist für mich auch immer so eine Riesenaufgabe, ja, aber machbar. Machbar, ja? Genau. Sage ich ja. Schau dir den Reinhold Messner an. Das stimmt. Der war auch schon auf dem Matterhorn. Also, wie kann man denn diese Blockaden lösen? Ach, schau mal an. Wow. Das ist ja der Mann selbst. Ja. Also die Personenkarte, das heißt, es ist ja vielleicht auch ein bisschen hausgemacht von dir, weil ich sehe gerade ja hier der Berg, die Blockaden, wie kann man die lösen? Vielleicht denkst du auch viel zu kompliziert. Ich nehme jetzt einfach mal die Schlange, die du da jetzt irgendwie auch im Kopf hast, die ja jetzt auch für die andere Person steht, aber natürlich auch für Komplikationen.
Na, da kommt mir gleich schon wieder der kleine, furchtbare Denker im Kopf in den Sinn, dem du da vielleicht zu viel Freiraum lässt. Na, also einfach mal auf dein Bauchgefühl hören. Das würde auch die richtige Antwort geben, weil ich sehe dich hier schon sehr, sehr viel am Denken. Und man kann sich natürlich auch Blockaden sehr, sehr gut herbeidenken. Na, wenn man den Kopf mal freien Lauf lässt, geht das eigentlich ganz, ganz schnell. Na? Ganz genau. So, warum ist er gefallen? Warum ist er gefallen? Warum ist er gefallen? Das Kind. Also, sind beide vielleicht noch in einer Ehe, könnte es sich ums Kind handeln. Er blickt in das Kind, es könnte aber auch sein, dass er über einen Neubeginn nachdenkt. Die Blockaden für dich können natürlich auch sein, Patty hat es ja auch gesagt, die Schlange liegt ja auch über ihm, dass du dir zu viele Gedanken um die beiden machst. Vielleicht hat er ja seine Entscheidung schon getroffen, du bist aber nicht so davon überzeugt, dass er sich für den Neubeginn entschieden hat und dass natürlich auch noch diese ganze Beziehung, diese Verbindung zwischen euch beiden blockiert. Also das heißt, hinhören, anschauen und eventuell ist das wirklich auch der Neubeginn für euch. Das finde ich auch. Findest du auch? Ja. Das freut mich. Okay, was frage ich jetzt? Warum ist der Neubeginn oder das Kind gefallen? Warum ist er gefallen, warum ist das Kind gefallen? So. Ja, entschuldigt, bei mir dauert das mitunter immer etwas länger. Also, warum ist das Kind gefallen? Also, das ist Cola bei. By the way. Ich kann es bezeugen. Ja, es ist so heiß bei uns, wir haben 30 Grad. So, ja, also warum ist das Kind gefallen? Warum braucht es denn vielleicht diesen Neubeginn, auf den er ja da so auch so wunderschön schaut? Ja, wie der Micha sagt, hier raus aus dem Gewirre, raus aus den Blockaden, hin zum Neubeginn. Und warum braucht es denn den Neubeginn? Ja, ich denke mal, da braucht es so ein bisschen Halt, Sicherheit, Stabilität im Leben. Vielleicht fühlst du dich ja auch in letzter Zeit ein bisschen verloren, ziellos, planlos. Das ist ja was kein Mensch braucht. Na, daher ist wahrscheinlich jetzt hier auch der Anker gefallen, dass es mal wieder hier Zeit wird, Richtung sicherer Hafen, Halt, Stabilität und Sicherheit zu gehen. Und offensichtlich geht das am besten über einen Neubeginn. Also der Plan ist scheinbar schon klar. Ja. Die Umsetzung braucht es dann noch. Absolut. Könnte ja auch sein, dass er ihr die Stabilität vermitteln möchte. Ja. Aber durch den Berg noch viele Blockaden da sind. Aber schaut ja auch schon so komisch hoch auf den Berg. Ja. Gell? So. Wir fragen, warum ist der Anker gefallen? Oh, die noch zweite einer. Männliche Hauptperson. Das sind wohl wir. Nein, ich glaube, die zweite männliche Hauptperson steht ja nicht nur für einen anderen Mann, sondern auch für ihn nach der Transformation, wie du ihn dir gerne vorstellst. Vielleicht ist es ja auch wirklich eher, wie du ihn dir wünschst, die Stabilität, eher als den Mann, den du gerne möchtest, wie du ihn auch gerne möchtest. Dazu aber, wie gesagt, schau dir die Blockaden an. Was blockiert dich noch? Hör auch hin. Und es bedarf ja nicht nur immer der Worte, sondern auch des Herzens, ja, der Gefühle. Und vielleicht möchte er ja auch sich transformieren, möchte ja auch ein anderer sein nach dem Ganzen, was hier passiert ist. Denn nicht umsonst ist sie gefallen. Das ist ja auch ein Zeichen, dass ich etwas verändern möchte, ja. Sie, er als Hauptperson und dann noch die zweite männliche Hauptperson. Also durchaus möglich, dass hier er sich transformieren möchte mit dem Neubeginn, auch dir die Stabilität zu verschaffen, dass er eben der Mann ist, den du dir wünschst. Sehr schön. Da wüsste ich jetzt gar nicht, weil mir ist jetzt meine Frage. Warum ist die zweite männliche Hauptperson gefallen? Warum? Ja. Für mich macht die Story ja jetzt schon Sinn. Ja, für mich auch.
Ja, das freut mich. Ich schaue hier im Übrigen aus dem Hintergrund zu und amüsiere mich. Wir haben einen Zaungast. Ja, wir haben einen Zaun. Also wir sind hier sehr professionell und du amüsierst dich. Ja, ja, über die unterschiedliche Energien, die heute hier im Video vorhanden sind. Ich kann ja dann am Schluss nochmal das gesamte Neunerblatt deuten. Dann haben die Zuhörerinnen... Das ist eine gute Idee. Von allen dreien hier. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Schatzi. So machen wir das. Aber unsere Energien, die matchen sehr, sehr gut. Weil was der Micha gerade erzählt hat, ist tatsächlich jetzt hier der Stern gefallen. Ja. Ja, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, Spiritualität. Das ist ja genau das, was der Micha gerade sagt. Na, hin zum verkopften, blockierten Konstrukt. Ja, über den Neubeginn. Dann liegt da noch die Sicherheit. Da liegt dann... der transformierte Mann und neben ihm natürlich auch gleich die Klarheit, die Fülle und die Wunscherfüllung. Ja, das ist ja cool. Ja, Wahnsinn. Paddy, wir müssen es öfters machen. Stimmt. Schau, er fällt noch einmal. Er fällt noch einmal. Also, das ist ein Endergebnis. Es erübrigt, schaut mal, die Hauptenergie, der Baum. Was habe ich denn? Die karmischen Aufgaben und natürlich das Wachstum. Na, perfekt. Wahnsinn. Ist das Schiff? Ja, das Schiff. Sehnsüchte, Träume, Ziele. Ja, ankommen. Schau mal hinaus von dem verworrenen Blockadengedenke hinein in die Wahnsinn. Absolute Männerklarheit. Jetzt haben wir drei Männer raushüpfen lassen. Ja, unglaublich. Das ist ja cool. Unglaublich. Also, schlag ein. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken, dass du hier mitgewirkt hast. Möchtest du mal drüber gucken? Nein, ihr habt das perfekt gemacht. Ja, meine Lieben, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich bin natürlich auf eure Kommentare gespannt. Und schreibt auch gern über den Paddy und ich werde es ihm gerne weiterleiten, eure ganz lieben Kommentare. Dankeschön. Und wir verlinken mal Paddys Angel Readings Kanal in der Infobox, dann könnt ihr euch auch mal seine Videos anschauen. Er macht das ganz, ganz hervorragend und ja, wir freuen uns einfach. Dankeschön. Für die Familienlegung. Genau. Ja, meine Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe und bis bald. Euer Micha Ciao. Euer Arrivederci, der Patrick. Genau, tschüss.